Ich glaube, Männer gehen oft mit dem Gefühl von Nervenkitzel, Tabubruch und Scham, aber auch Aufregung in den Puff. Es mag nicht für alle Männer gelten, aber ich habe keine Freier erlebt, die Macht über mich haben wollten, sondern im Gegenteil Männer, die mir Geld gegeben haben, um mich danach zu interviewen, was ich gern haben möchte. Dieser Aspekt von Abenteuer, dieses, oh, Sexabenteuer und bitte lass uns jetzt noch eine Rolle rückwärts beim F***en machen oder so, das war alles so uninteressant. Ich möchte auf den allerwichtigsten einen großen Aspekt eingehen, der mit Abstand der größte und wichtigste ist für, glaube ich, alle aus dieser Kultur. Liebe Freunde, wir haben alle etwas gemeinsam. Wir alle kommen aus dem Bauch einer Frau, einer Mutter. Und damit das Ganze funktionieren kann, bedarf es natürlich eines bestimmten Aktes, der zuvor vorausgeht. Und dieser Akt, der wird auch bei uns mit drei Buchstaben betitelt, namens Sex, seit tausenden von Jahren auf diesem Erdball praktiziert. Und im Namen der Liebe, im Namen der Sexualität sind diverse Praktiken, unzüchtige Gegebenheiten, aber auch liebevolle Begegnungen, die in den letzten tausenden von Jahren sich auf diesem Erdball ereignet haben. Und es gibt so viele Mythen, so viele faszinierende Geschichten, Richtungen, die das Thema Liebe und vor allem Sexualität betreffen, dass sehr, sehr viele Menschen hoffen, wünschen, sehnen, aber nicht wirklich wissen. Und nicht ohne Grund heißt das, wenn du keine praktischen Erfahrungen machst, dann wirst du dein Leben lang eine Meinung, aber keine Klarheit haben. Oder in anderen Worten, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und genau deswegen habe ich heute eine Frau eingeladen, die die Dinge nicht aus Büchern gelernt hat, die nicht irgendwelche theoretischen Konstrukte mit anderen Freundinnen recherchiert hat, sondern die selbst praktische Erfahrungen gemacht hat und selbst wortwörtlich auf den Straßenstrich gegangen ist und dort mit zahlreichen Männern Sexualität praktisch praktiziert hat, um zu verstehen, worum geht es denn wirklich und aus dieser Fülle dieser Praxis, was wollen die Männer wirklich, was brauchen die Frauen tatsächlich und wie kommen diese beiden unterschiedlichen Geschlechter zusammen und schaffen es, eine würdevolle Sexualität zu praktizieren. Genau dafür spricht die wunderbare Ilan Stefani, Körperforscherin, Bestseller-Autorin und eine Frau, die die Praxis wortwörtlich mit den Händen angefasst hat. Ich danke sehr, dass du da bist und freue mich sehr auf das Gespräch, liebe Ilan Stefani. Danke für die Einladung, Maxim. Liebe Ilan, jetzt erste Frage. Es gibt ja da wahnsinnig viel, was im Namen der Liebe oder im Namen der Sexualität weltweit getrieben wird. Du bist ja jemand, die diese Erfahrung nicht durch Schmerz erleiden musste, sondern du hast dich aus Forschergründen freiwillig dafür entschieden hast. Wie kam es dazu? Ja, tatsächlich glaube ich, es waren verschiedene Hunger in meiner Seele sozusagen, die am Ende dann da zusammengelaufen sind, dass ich erlebt habe, dass Sexarbeit all diese Hunger gleichzeitig stillen könnte. Jetzt lassen wir mal dahingestellt, ob das tatsächlich so ist. Alle Hunger werden durch Sexarbeit gestillt. Aber zum Beispiel war eine große Sehnsucht von mir, dass ich Menschen, Männer zutiefst intensiv erleben kann und dass ich ihnen zutiefst begegnen darf. Und ich habe in meinem Alltag gemerkt, in meiner Prägung zur Tochter aus gutem Hause, dass sehr, sehr viel menschliche Interaktion vereiert als Oberfläche. Also ich war sehr früh frustriert und sehr früh gelangweilt von dem, wie mühsam es ist, mit Menschen in eine Intensität und auch mit Menschen in einen energetischen Austausch zu kommen. Und ich habe in der Prostitution tatsächlich zum Beispiel erlebt, dass Männer sich mir sehr viel bereitwilliger öffnen als in meinem Privatleben. Und diese Erfahrungen haben mich darin bestärkt, dass wir eigentlich alle in dieser Gesellschaft herumlaufen mit einem Hunger nach mehr Intensität und mit einem Hunger nach ehrlicher Intimität. Und sie dann in der Sexarbeit zu suchen, ist vielleicht nicht geschickt. Aber es ist auch nicht besonders ungeschickt, weil es ist zumindest ein Raum abseits vom offiziellen Tageslicht. Es ist zumindest eine Schattenwelt, in der wir unsere Masken fallen lassen können und vielleicht Aspekte einander zeigen können, die wir uns im Alltag nicht trauen. Das heißt, es war so, ich war nicht nur eine Journalistin undercover im Puff, aber ich glaube auch, ich war wirklich so, wie ich möchte die Seele des Menschen anders spüren können in den Interaktionen. Ich möchte die Wahrheit der Menschen anders hören können in den Interaktionen. Ich bin gelangweilt von dieser Uni. Ich bin gelangweilt von dieser Leistungsgesellschaft. Wo passiert wirklicher energetischer Austausch? Und das war für mich auf jeden Fall die größte,
das größte Motiv, diese Neugierde auf das, was ist an Intensität und an Überraschung und an Dynamik möglich in einer Begegnung, die nicht so streng gefiltert wird durch unser Alltagsdasein. Mhm. Vielen Dank jetzt schon mal. Du gehst direkt in die Tiefe. Könntest du uns vielleicht einen Schritt vorher nehmen? Wie alt warst du da und was waren die praktischen Erfahrungen, dass du gemerkt hast, es wird so viel Sex da auf diesem Erdball gemacht, allerdings das, was du erfahren hast, dir fehlt diese letzte Tiefe, wenn ich dich richtig fühle, ja, also diese letzte Grad an Intimität, dass du dann sagtest, jetzt will ich es aber, und wenn es auf die schmutzige Art und Weise, aber die absolute dreckige Wahrheit, Wissen erfahren, wo keine Tabus gibt, ja, wenn du sagst, in der Beziehung wird wahrscheinlich weniger Wahrheit praktiziert, als jetzt, wenn einer zu einer Prostituierten geht und dann sich vollständig zeigt. Also was war die Geschichte, dass du dann sagst, jetzt tauche ich ein und jetzt melde ich mich freiwillig an als Prostituierte? Ja, danke genau für die Frage. Ganz konkret, also ein Grundinteresse an Sexualität hatte ich irgendwie immer. Das war einfach, ich bin mit 16 schon in irgendwie Sexshops gegangen, weil ich das aufregend fand. Vielleicht war ich zu feige, um Drogen zu nehmen und dachte, irgendwie muss ich hier mein Good-Girl-Image loswerden. Also irgendwie war Sex immer in meinem Orbit als ein Thema, durch das ich lerne, mich und die Welt besser zu spüren und kennenzulernen. Und ich war 19, als ich angefangen habe als Prostituierte, gerade 19. Und ich hatte vorher eine Beziehung gehabt, die wirklich einfach länger war, über 1,5 Jahre, in der wir natürlich auch Sex miteinander hatten und wo ich, da bin ich, glaube ich, zum ersten Mal meinem Frust und aber auch meiner Hilflosigkeit auf die Spur gekommen. So, ich komme nicht gut damit zurecht, wie wir lernen, Sex zu haben. Und das ist bis heute etwas zutiefst Langweiliges für mich im sexuellen Austausch, wenn sich zwei Menschen, wenn ich mich mit einem Partner, mit einer Partnerin treffe und wir wie einander konsumieren, diese gespielte Routine, dieses so, man geht zu irgendeinem tollen Essen und man schlingt es einfach in sich rein. Ich konnte damit einfach nichts anfangen und ich war so hungrig nach dem, was kann Sex wirklich öffnen in Menschen und was kann Sex wirklich berühren und bewegen und sogar heilen in Menschen. Und ich bin auf absolut taube Ohren gestoßen bei meinem dann Ex-Freund, also ich habe ihn dann verlassen. Und war wirklich wie verfolgt von diesem Unverständnis und auch von dieser wie Unverschämtheit, dass ich Sex als eine Forschungsstätte für Begegnung nutzen möchte, statt einfach als was man macht und was doch Spaß macht. So ein bisschen wie, genieß es doch einfach. Wo ich denke, ja, okay, aber ich bin hier bei McDonald's und soll den Hamburger genießen. Ich meine, worüber reden wir? Und ich bin danach, nach dieser Beziehung, nach Berlin gezogen und hatte da, glaube ich, einfach, wie ich schon gesagt habe, diese verschiedenen Sehnsüchte, auch diese Sehnsucht nach so, okay, der großen Welt und der Party und der Unterwelt und der Schattenwelt und dem Tabubruch und all das auf einmal. Und dann trotzdem war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, dass ich mich mit dem Thema Sexarbeit auch wie theoretisch mehr beschäftigt hatte. Also auch vor dem feministischen Hintergrund, der ja immer sagt, Sexarbeit ist, dass der Freier die Frau bezahlt, um Macht über sie zu haben. Es geht ihm gar nicht primär um Sex, es geht ihm primär um Macht. Das ist ja die feministische Argumentation gegen Prostitution oder Prostitution als etwas, das das Patriarchat fortsetzen würde. Und ich habe mich vor dem Hintergrund mit der Berliner Prostituiertenorganisation Hydra beschäftigt. Und Hydra ist so ein offenes Feld, wo Prostituierte Beratung bekommen können. Und Hydra hat jeden Freitag ein Frauenfrühstück vereinbart oder veranstaltet, in dem Prostituierte eingeladen waren und nicht Prostituierte. Und ich bin da hingegangen zu diesem Frauenfrühstück, zu diesem Prostituiertenfrühstück und dachte, jetzt sehe ich echte Prostituierte. Und dann kamen völlig normale Frauen und haben über Kindererziehung und Waldorfschule und ihre Ehe und alles Mögliche geredet. Und ich saß irgendwie so da und dachte, warum kommen eigentlich keine Prostituierten? Und bin zu einer Sozialarbeiterin gegangen und sagte, ist es normal, dass zum Prostituiertenfrühstück keine Prostituierten kommen? Und sie guckte mich an und sagte, Ilan, du bist hier die einzige Nicht-Prostituierte. Mit anderen Worten, ich hatte aus allererster Hand erlebt, dass ich Nicht-Prostituierte und Prostituierte nicht unterscheiden kann. Dass all meine Klischees über Prostituierte Klischees sind und nicht der Realität entsprechen. Und in diesem Moment, Maxine, du musst dir das vorstellen, wie ich bin mein ganzes Leben lang rumgelaufen als diese Akademikertochter.
und hatte wie diese unsichtbare Wand, die unsichtbar war, der ich aber trotzdem gehorcht habe. Zwischen mir und Huren ist ein Unterschied. Das ist wie, ich habe das einfach akzeptiert, als hätte ich die Wand gesehen, auch wenn sie mir nicht bewusst war. Und in diesem Moment ist diese Wand zusammengebrochen. Und ich konnte da einfach durchgehen. Ich war so angefixt und so fasziniert von diesem mentalen Raum sein zu können, wer ich möchte, von dieser maßlosen Erlaubnis des Universums, meine Identität zu prägen, wie ich möchte, dass mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen hat. Vielleicht wäre Sexarbeit der Raum, in dem ich auf Umwegen, überraschend, unbeholfen, aber vielleicht trotzdem wirklich meine Fragen in Bezug auf Sex beantworten kann. Und ich mache definitiv keine Werbung für Sexarbeit. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Das ist echt ein stressiger Job mit einem hohen finanziellen, also Risiko unter Umständen, weil du wirklich sehr selbstständig bist, mit einem hohen energetischen Einsatz, was du musst dich gut ressourcen können, klare Grenzen haben. Also das mal alles zur Seite. Ich würde dennoch sagen, für mich in dieser Phase 19 bis 21, 2 Jahre lang, war Sexarbeit der Raum, der meinen Hunger nach Leben und nach Lernen sehr befriedigt hat. Und ich persönlich bin dieser Erfahrung sehr dankbar. Mhm. Also vielen lieben Dank jetzt schon, dass du da einfach so frei sprichst. Du hattest auch angesprochen, dass du in diesen Raum das erste Mal als Frau, ne, vorher beim Partner hier McDonald's Menü isst, macht doch Freude, ja, hinterfrag nicht. Und dann sagtest du, dass du als Frau das erste Mal das Gefühl hattest, ich gehe in diesen anderen Raum rein und hier darf ich alles sein. All die schmutzigen Fantasien, Emotionen, sein volles Licht und Unlicht vollständig entfalten, weil es hier nicht möglich ist, sondern gewünscht ist. Ja, also die eigene Verruchtheit, das eigene Unlicht kennenzulernen. Und gleichzeitig, wenn wir das die weibliche Vagina im anderen Wort nehmen, Schamlippen, was ja seit tausenden von Jahren Scham behaftet ist, was könntest du jetzt den Frauen sagen, die da draußen gerade zulauschen? Was ist da bei dem weiblichen Gehirn, Thema Sexualität, nicht ganz gesund verdrahtet, was du ablegen durftest durch diese praktische Erfahrung? Und was würdest du ihnen auch konkret raten? Schau, das sind so viele Dinge, die ich als Prostituierte verlernen durfte, die ich vorher als normale Tochter aus dieser Kultur gelernt habe in Bezug auf Sexualität. Dass das wahrscheinlich an sich, das wäre ein ganzes Buch sozusagen. Okay, aber danke für deine Frage. Und ich möchte auf den allerwichtigsten einen großen Aspekt eingehen, der mit Abstand der größte und wichtigste ist für, glaube ich, alle Frauen aus dieser Kultur. Hier ist der Punkt. Frauen unterschätzen ihren sexuellen Wert für Männer bei Weitem. Frauen lehnen ihren Körper ab. Glauben, sie seien nicht sexy genug, glauben, sie seien nicht begehrenswert genug und sie machen all das in einer kleinen, isolierten Blase in ihrem Kopf. Sie machen es nicht, weil es in Männergehirnen auch vorginge. Du hast eben die Vagina ins Spiel gebracht. Männern, heterosexuellen Männern, in der Nähe einer Vagina geht es im Allgemeinen sehr gut. Männer sind so viel liebevoller in dem, wie sie Frauenkörper sehen. Männer sind so viel glücklicher und dankbarer in dem, wie sie einen Frauenkörper erleben, als die Frau selbst. Und mein großer Wunsch ist, dass das endet. Mein großer Wunsch ist, dass ich, da ich eine Vagina habe, in der Nähe meiner Vagina glücklich bin. Mein großer Wunsch ist, dass ich mich anfassen kann mit derselben Dankbarkeit, mit derselben Ehrfurcht, mit derselben Wertschätzung, mit der das ein Mann macht. Und jetzt kann man sagen, Ilan, worüber redest du? Du redest über bezahlten Sex von einer halben Stunde. Wieso redest du darüber, mit Wertschätzung angefasst zu werden? Ganz ehrlich, ich habe im Puff haufenweise liebevolleren und wertschätzenderen Sex erlebt als privat. Und das liegt nicht daran, dass ich privat ein unglaublich schlechtes Händchen hätte für Männer. Ich glaube sogar eher im Gegenteil. Es liegt einfach daran, dass wenn ein Mensch für Sex bezahlt, in ein bestimmtes Setting, in ein Bordell hineingeht, dann ist diese Besonderheit etwas, das ist ein bisschen wie, lass uns das Beispiel nehmen von einem Hochpreis-Coaching. Wenn du für 30 Euro mich coach, Maxim, dann sage ich, ja, okay, ich ziehe mir mal rein, was der Typ zu sagen hat. Und wenn du sagst, okay, Ilan, 60 Minuten, 3000 Euro, dann werde ich deine Tools aber sowas voll anwenden, weil ich mich ernst nehme in dem, was ich in mich investiere. Genau so ist, weißt du, da könnte man einfach sagen, ja, Ilan, du hörst Maxim zu, du nimmst ihn ernst, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Und genau dieser psychologische Move funktioniert im Puff leider auch. Oder zum Glück auch.
Jedenfalls, ich habe so viele Männer erlebt, beziehungsweise sagen wir keinen einzigen Mann, der Macht gekauft hätte, um dieses feministische Vorurteil ein bisschen wie auf den Kopf zu stellen. Es mag nicht für alle Männer gelten, aber ich habe keine Freier erlebt, die Macht über mich haben wollten, sondern im Gegenteil Männer, die mir Geld gegeben haben, um mich danach zu interviewen, was ich gern haben möchte. Das heißt immer noch nicht, dass das Ganze super authentisch ist, weil eine Prostituierte sagt dann natürlich auch, ja super, und jetzt lass uns Sex haben, weil das wäre gerade großartig. Auch wenn sie sagt, du, ganz ehrlich, wenn du mich schon fragst, was ich brauche, wir müssen gerade nicht zwingend Sex miteinander haben. Natürlich ist es immer, es sind Grenzen dessen. Es ist auch ein Spiel mit Schauspiel, natürlich. Aber ich möchte auf den Punkt eingehen oder den Punkt hervorheben, der so vielen Frauen in dieser Kultur nicht klar ist, dass sie bringen Männer in ihrer Energie und in ihrem Herzen zum Leuchten, wenn sie sich selber schön finden, wenn sie sich selber feiern, wenn sie sich für sich selber interessieren und wenn sie sich selber als hochsexuelle Wesen ernst nehmen. Allerletzter Punkt dazu, den ich auch in vielen Liebeskunst-Traditionen, Tantra und so weiter wiedergefunden habe. Alle Traditionen, die sich wirklich mit Genialität von Lebensenergie beschäftigt haben, haben herausgefunden und tradiert, dass Sex letzten Endes eine Frauensache ist, dass das weibliche Energiesystem begabter als das männliche Energiesystem ist, orgasmische, ekstatische Energie durch sich hindurch fließen zu lassen. Und so absurd es ist, aber die unbewussten Erinnerungen an diese Wahrheit habe ich eher im Puff gefunden als im privaten Sexleben. Und das ist zusammengefasst mein Wunsch, was Frauen hören, dieses: Du bist so viel kostbarer und leuchtender und wertvoller und schöner und begehrenswerter in deinem sexuellen Selbstbewusstsein, ohne dich anzupassen, ohne Performance, ohne Zellulite-Creme, ohne Make-up, einfach nur in deiner natürlichen Freiheit, als du dir vielleicht bisher eingestehst. Und erlaub dir, dich selbst wieder zu feiern. Super, super wertvoll. Also du sagst, Sex ist ein Ausdruck des eigenen Selbstwerts, der eigenen Selbstliebe. Das heißt, wenn einer, egal wie die körperliche Statur ist, mit sich selbst im Reinen ist, dann wird derjenige sexuell anziehend wirken. Ja. Charismatik ist ja das Gleiche. Ne? Ich weiß, meine Mutter ist auch Schauspielerin und die hat immer, wo ich noch ein kleiner Junge war, immer gesagt, guck dir den Gérard Depardieu an, Maxim. Das ist kein attraktiver Mann, riesige Nase, meistens noch Bäuchlein, aber die sagte, das ist dieser, sie sagte, dass damals tatsächlich sexuelle Ausdruck in seiner Aura, dieses Klarheit und gleichzeitig dieses das Führende, ohne jetzt als Macho da zu sein, dass sie sagt, das ist seine sexuelle Energie, die ihn zum Weltstar gemacht hat, weil der Mann einfach wirkte durch seine Energie. Du sagst das also, liebe Frauen, liebt euch mehr. Meine nächste Frage direkt dazu. Wenn du jetzt in diesen 2 Jahren mit wahrscheinlich diversen männlichen, ich weiß nicht, ob du da eine Liste geführt hast, kannst du ja gleich was dazu sagen, wie viele unterschiedliche Begegnungen es grob waren. Aber wenn du jetzt mal das runterbrechen würdest, einfach auf die Sexualität des Mannes, was wollen denn die Männer denn wirklich beim Sex? Und da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Typen, aber es sind ja alles Austausch von Energien. Ne? Ich meine, wenn wir uns Internet anschauen heutzutage, ich glaube, es gibt Statistiken, die belegen, wenn es nur 100 Webseiten online gäbe, dann sind knapp, glaube ich, 70 davon pornografische Inhalte. Und diese pornografischen Inhalte sind ja nicht alle gleich, sondern dann gibt es mal die dominante Lehrerin, ja, dann gibt es irgendwie eine junge Frau und das ist, die Männer gehen ins Netz, es sind auch Frauen, die ins Netz gehen und jeder sucht sich das, was er gerade energetisch braucht und weiß gar nicht, dass er gerade vielleicht einfach nur sich nach seiner Mutter sehnt und dann ist es die dominante Stiefmutter oder sonst was ist, was eigentlich nicht gelebt wird in einem eigenen Leben. Wie würdest du sagen, wenn du mal sagst, mal angenommen, es waren 100 Männer, ja, ich weiß nicht, die Zahl kannst du ja gleich nennen, wie viel von denen sehnen sich nach Dominanz, wie viel davon wollen eigentlich nur in den Arm genommen werden, also so diese 100 Männer in Prozent und in Häppchen in Schubladen. Ja, danke. Tatsächlich, du, ich habe mich mal an der Strichliste versucht, ich würde von 400 ausgehen, aber das ist eine Rekonstruktion, ich habe das nie durchgezählt so. Und was, glaube ich, jetzt mich zum einen wie qualifiziert
über meine Männer als den Ausschnitt aus Freiern zu sprechen, die ich mit meiner Form von Ausstrahlung angezogen habe und was mich natürlich disqualifiziert, indem zu sagen, der Freier will das und das oder die verschiedenen Freiertypen. Denn das ist ja auch das erste Phänomen, dass wir bei Prostituierten immer davon ausgehen, sie haben ständig mit wahnsinnig viel fremden Männern Sex und sehr viele Prostituierte leben auf eine Art monogamer, als wir glauben, weil sie einfach die sogenannten Stammfreier haben. Und das sind einfach Menschen, bei denen dieser energetische Match besonders gut funktioniert und die auch gar nichts Neues mehr wollen, sondern die einfach sagen, meine Natalie oder meine Paula oder wie auch immer. Und es gibt einfach diese rituellen Begegnungen. Ich zum Beispiel persönlich, in dem, welche Männer ich angezogen habe, habe überhaupt kein Talent, wurde mir gesagt, offenbar, für Dominante oder Devote, also diesen gesamten Bereich von SM-Szenarien. Das heißt, darüber kann ich relativ wenig sagen. Das sind aber auch nicht, auch bei meinen Kolleginnen, die Mehrzahl der Männer hat diesen Bereich von Macht und Dominanz und Devot und so weiter nicht gesucht. Ich kann nicht einmal so viel darüber sagen, Maxim, was die Männer dachten, was sie wollen, wenn sie zu mir kommen. Ich weiß nur, dass wenn Männer mich gewählt haben, aus welchen Gründen heraus auch immer, und mit mir in diese Begegnung gingen, ich würde sagen, 90% mindestens haben sehr dankbar ihre Art von Agenda oder Erwartung fallen lassen für das, was möglich ist in einem Kontakt, der sich spontan und vielleicht auch anders gestaltet, als sie dachten. Ein Beispiel ist, sehr viele Männer haben es sehr genossen, mit mir reden zu können. Und ein Mann saß mit seinen Klischees tatsächlich da im Puff und ich sagte irgendwie so, hi, ich bin Paula, was auch immer, und habe so ein bisschen geredet. Und er guckt mich sehr anerkennend an und sagt, du sprichst gut Deutsch. Und ich so, ja, ich spreche gut Deutsch, das ist meine Muttersprache. Also wie sehr Männer ihre Klischees fallen lassen in dem Moment, in dem sie merken, okay, ein echter Mensch, hey, vielleicht sogar einer, der aus Deutschland kommt, Wunder über Wunder. Und wie sehr Männer dadurch dankbar sind für Authentizität statt für gespielte Inszenierungen. Ein zweiter Punkt. Ich glaube, Männer gehen oft mit dem Gefühl von Nervenkitzel, Tabubruch und Scham, aber auch Aufregung in den Puff. Die Männer, die bei mir waren, die mit mir Sex hatten, waren unendlich dankbar dafür, sich mit mir sicher fühlen zu können. Das heißt, dieser Aspekt von Abenteuer, dieses, oh, Sexabenteuer und bitte lass uns jetzt noch eine Rolle rückwärts beim F***en machen oder so, das war alles so uninteressant, gemessen an diesem, oh, wow, hier kann die Tür zugehen und hier habe ich eine Dreiviertelstunde mit einem Menschen, der mir nichts tut. Und das klingt absurd, dass ich als Frau darüber spreche, in heterosexuellen Kontakten, der Mann müsse keine Angst vor der Frau haben. Aber auch das ist interessant, glaube ich, für Frauen, die das hier hören. Männer in dieser Gesellschaft haben so viel mehr Angst vor Frauen, als wir Frauen wissen und als die Männer häufig selbst wissen. Und gleichzeitig, ob wir es wissen oder nicht, dieser Stress wirkt ja wie ein Misstrauensfilter zwischen den Geschlechtern. Und wenn Männer sich in der Nähe einer Frau sicher fühlen, öffnen sie sich mit so viel mehr Berührbarkeit und auch so viel mehr Gefühlstiefe. Da geht es nicht um Liebe, aber mit so viel mehr Gefühlstiefe und Komplexität, als wir privat aus ihnen rausquetschen können, wenn wir hinter ihnen herrennen, zeig doch mal deine Gefühle. Also dieser Aspekt, Männer dürfen ihren unterschwelligen Terror in Bezug auf Sex und Frauen im Puff für eine Weile loslassen. Und wie sehr sie dann, wie dankbar und wie berührbar sie dann aufgehen, das ist ein Aspekt, den ich gelernt habe und der mich sehr, sehr überrascht hat, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Wow. Und ich glaube, darf ich noch einen Punkt hinzufügen? Ich glaube, nach meiner Wahrnehmung in dieser Kultur ist, in der Männer tendenziell mit ihrer Sexualität beschuldigt werden, Täter zu sein, ist für Männer sexuelle Selbstliebe, das Gefühl, sexuell okay zu sein, so wie sie sind, kaputt gegangen. Und es ist häufig kaputt gegangen, dass die Frauen, die sie lieben, dass sie die auch begehren dürfen. Denn wenn sie Frauen lieben, haben die Frauen gelernt, nee, Männer mit ihrem Begehren sind die Täter und verschließen sich. Das heißt, sie lieben eine Frau und gleichzeitig, wenn sie durch ihren Penis mit der Vagina dieser Frau kommunizieren wollen, diese Frau berühren und glücklich machen wollen, dann bedeutet es, dass die Frau eher Angst vor ihnen hat, statt sich ihnen zu öffnen. Der Puff ermöglicht Männern eine Pause von diesem kollektiven Drama zu erleben. Nämlich ein, hey, ich finde dich attraktiv,
ich finde dich sympathisch und ich darf dich mit meinem Penis berühren. Und wenn Männer das erleben, dann können sie in ihrem eigenen Energiesystem wie einen Strom erleben, nicht bewusst vielleicht, aber im männlichen Energiesystem schaltet sich ein natürlicher Strom zwischen Herz und Penis wieder frei, der in unserer Kultur unterbrochen ist, weil sie die, die sie lieben, nicht penetrieren dürfen, weil sie denen dann ja Angst machen, statt ihnen nah sein zu können. Es gibt also ein Ich darf begehren und gleichzeitig Sex haben und dich lieben und mich als okay erleben. Diese Art von Sicherheit, diese Art von holistischem sich wohlfühlen, holistischer Lebendigkeit und holistischer Begegnung, das ist etwas, wo ich den Puff erlebt habe, immer wieder in seinen von mir aus sehr unbeholfenen Settings, aber wo ich den Puff erlebt habe, als Medizin für die Männer, die in dieser Kultur von ihrer sexuellen Selbstliebe weggeprügelt wurden. Und das sind im Patriarchat, würde ich sagen, alle Männer. Männer lernen im Patriarchat tendenziell Täter zu sein, sich nicht lieben zu dürfen. Und dass sie dann in den Puff desertieren, weil sie verzweifelt nochmal eine Lösung suchen, Entschuldigung, das ist sehr verständlich. Das ist sehr verständlich.